Die erste Frage: Wie kam es dazu, dass ein Franzose in Berlin ein Breakcore-Label in Lebens ruft? Ich bin nicht nach Berlin gekommen mit dieser Idee und das war ganz ein Zufall, dass es so stattgefunden hat. Ich bin aus Liebe nach Berlin gekommen. Ich habe dann ein bisschen gearbeitet und parallel hatte ich ein Webmagazin, für den ich viele Rezensionen geschrieben habe, viele Künstler getroffen habe. Und irgendwann hatte ich die Idee, eine Kompilation zu veröffentlichen. Als ich nach Berlin kam, hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass ich hier ein Label machen würde. Und auch als ich die erste Veröffentlichung rausgearbeitet habe, wusste ich nicht, dass ich mehr haben würde. Also diese erste Kompilation hatte keine Katalognummer, es gab kein Logo, das war nur ein einmaliges Ding. Und ich mache das seitdem, seit fast 14 Jahren. Nein. Du hast schon relativ früh auch digital released. Was läuft am besten und wo siehst du die Zukunft? Das ist eine ganz interessante Frage und das ist auch eine ganz schwere Frage. Ein neues Jahr ist mehr oder weniger gleichzeitig wie iTunes geboren und das war relativ schnell klar, dass es eine Wichtigkeit hatte, dass man diese Format nicht vergessen sollte. Also die Streaming-Service, Spotify, Deezer, Rhapsody und so weiter haben sehr viel Zulauf und sie zerstören langsam die Plattform, wo man Musik kauft. Als es kam, dachten wir alle, dass es irgendwie als Werbung, als Promotion wirken würde. Und wir haben uns alle geirrt. Was jetzt passiert ist, dass iTunes, Beatport, Amazon, alle diese Plattformen, die Musik verkaufen, deutlich weniger verkaufen als vorher. Ich habe die Zahlen für 2014 nicht ganz, nur teilweise, aber es gibt auf jeden Fall einen Freifall. Das ist auch der Grund, warum Apple letztes Jahr Beats gekauft hat. Das ist der Grund, warum Google jetzt auch einen Service, so einen Service öffnet in manche Länder. Und das ist der Grund, warum jetzt Musiker machen noch weniger Geld als vorher. Wie kann ein Label, der für Breakcore bekannt ist, auch Hip-Hop und Jazz-Tune rausbringen? Steht das nicht im Konflikt? Es steht ein Konflikt da und das macht mein Leben nicht einfacher. Aber für mich ist ein neues Jahr immer da gewesen und Gruppen, die gute Musik machen, ein bisschen zu helfen und zu pushen. Da ich alleine arbeite, höre ich jede Track, jedes Album, das ich veröffentliche, ein Millionen Mal. Und wenn ich immer das Gleiche machen würde, wäre es irgendwann langweilig für mich. Ich muss Leuten überzeugen, ich muss alles pushen und deswegen brauche ich ein bisschen Vielfalt. Und ich brauche, dass das Label spiegelt, was mein persönlicher Geschmack ist. Wie findest du die Energie, nach 14 Jahren das Label immer noch zu betreiben und mit voller Energie weiterzubringen? Ich weiß nicht, tue ich es? Es gibt auf jeden Fall Tage, wo ich das Gefühl habe, das ist nie so. Aus Liebe zur Musik. Wenn ich eine irgendeine andere Motivation hätte als die Musik, dann würde ich es nicht machen. Das ist nicht ein Job, in dem ich reich werde oder berühmt werde. Ich lege zwar auf, aber ich stehe nicht in Spotlight oder mache es auch nicht dafür. Und das ist einfach, weil manchmal man spielt ein Demo oder ein Album und so weiter und das ist richtig sehr gut. Und dann man denkt, dass diese Leute auf jeden Fall gehört sein sollen. Und zum Glück, ich habe den Kontakt, ich habe ein Netzwerk, ich weiß, wie man Platten presst und wie man Platten in Handeln bekommt. Und dann diese Künstler verdienen das. Es gibt super viele gute Künstler. Und das ist wichtig, dass sie eine Stimme bekommen und dass sie ein Publikum bekommen.